No News. Bücherverbrennung 4.0. So heißt die Kunstaktion von Winfried Muthesius, die er zusammen mit den Pigs for Peace Youngsters in Frankfurt am Main durchführt. Es ist der 10. Oktober 2018, Eröffnungstag der 70. Frankfurter Buchmesse. Sprache und Politik, Strategien gegen antidemokratische Tendenzen sind ein zentrales Thema des internationalen Branchentreffs. Die Intervention No News zielt in die gleiche Richtung. Zusammen mit Helfern trägt Muthesius ein Golden Field, das er eigens für Frankfurt kreiert hat, vom Frankfurter Rathaus, dem Römer, auf den Römerplatz. Er deponiert es exakt an der Stelle, an der vor 85 Jahren als undeutsch gebrandmarkte Bücher von Studenten verbrannt wurden. Das Tragen kostet Anstrengung, wie das Schreiben guter Bücher. Dann nimmt der Künstler den Besen und säubert gleichsam rituell den Bereich rings um das monochrome Goldgemälde. Das Gold symbolisiert die Erkenntnisse und Wahrheiten, die 1933 brennen mussten. Schließlich zersägt der Künstler das Bild mit einer Kettensäge, erst in Streifen, dann in buchgroße Stücke, die nach und nach verbrannt werden. Eine Mahnung, die uns heute gilt, die die Texte der jungen Erwachsenen von Pigs for Peace eindrucksvoll vermitteln. Tatort Bibliothek. Tatort Bibliothek. Tatort Bibliothek. Tatort Universität. Tatort Universität. Tatort Universität. Tatort Schulbücherei. Tatort Schulbücherei. Tatort am Römer. 1933. Vor exakt 85 Jahren. Studenten stürmen Stadtbüchereien, Unibibliotheken und Häuser. Studenten. Studenten wie wir. Menschen wie du und ich. Die Stimmung ist aufgeheizt. Der Eifer groß. Das Vorgehen radikal, brutal. Auf dem Römerplatz werden Bücher verbrannt. Tausende. Und Tausende schauen zu. Tausende schauen zu. Es sind Bücher, die stören. Mit Inhalten, die stören. Von Autoren, die stören. Die stören. Die stören. Sie stören die Ideologie der Rechtsnationalen. Sie sind kritisch. Haben andere politische Überzeugungen. Sie verfolgen ein anderes Menschenbild. Haben andere religiöse Vorstellungen. Sie weichen von der Norm ab. Sie sind anders. Und deshalb gefährlich für die NS-Ideologie. Es ist eine Säuberungsaktion sondergleichen. Gegen Andersdenkende. Andersdenkende. Gegen Andersartige. Gegen neues Wissen. Gegen ungeliebte Wahrheiten. Ungeliebte Wahrheiten. Was nicht ins Konzept passte, wurde zerstört. Schonungslos. Ohne Wenn und Aber. Fakten wurden verdreht. Ängste wurden geschürt. Menschen wurden aufgewiegelt. Wie der Besen Strich für Strich jeden kleinen Fitzel wegräumt, der ihm in den Weg kommt, kehrten damals die Studenten. Die Radikalen, die Nationalen, die ganz Normalen.
alles weg, was ihnen in den Weg trat und ihrer Ideologie. Die Feuerrede in Frankfurt hielt der evangelische Pfarrer Otto Fricke. Im Anschluss an seine Ansprache wurden die Bücher in Brand gesetzt und unter Kapellenklängen erbrannt. Feuersprüche. Für die einzelnen Autoren wurde am Feuer mit verteilten Rollen gelesen. Festgelegte Sprüche, die vorher in Rundschreiben bekannt gemacht worden waren. Zuerst waren Autoren jüdischer Herkunft dran. Leute wie Siegfried Krakauer. Es waren 9 solche Rufer vorgesehen. Die Liste der in Frankfurt verfolgten Autoren ist im Zweiten Weltkrieg untergegangen. Darum ist unbekannt, welche Frankfurter Literaten genau zu den Verbrannten gehörten. Es ertönte der Ruf. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe den Flammen die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Mit diesem Ausruf wurden Erich Kästners Gedichte und Kinderbücher 1933 auf den Scheiterhaufen geworfen. Nur sein Emil blieb verschont. Ein Kinderbuchautor im Fadenkreuz der Nazis, Erich Kästner. Was war moralisch verwerflich an Erich Kästners Gedichten und Kinderbüchern? Kästner, 1899 geboren, war er ein Kind der Kaiserzeit. Ja und? Das heißt, funktionieren, gehorchen, Härte und Drill. Und dann, als er gerade mal 15 Jahre alt war, Krieg. Und 3 Jahre später, mit 18, musste er selbst einziehen. Das hat ihn tief geprägt. Er wurde zum Feind des Militärs und schrieb. Dann holte man uns zum Militär, bloß so als Kanonenfutter. In der Schule waren die Bänke leer. Zu Hause, da weinte die Mutter. Und später wurde er noch drastischer und realistischer in seinen Schilderungen. Wir saßen oft im Park am Zaun. Nie wurde mehr gespaßt. Inzwischen fiel der kleine Braun und Kosmann wurde vergast. Seine scharfe Zunge. Sein gezielter Spott auf Obrigkeiten. Sein Antimilitarismus. Das alles war den Nazis verhasst. Für sie war es Schande. Und undeutsch. Was aufgeklärt, kritisch und modern war, musste ausgemerzt werden. Den Ideologen gefiel nur Linientreue. Insbesondere zur Erziehung der Jugend. Ein No-Go für Kästners Kinderbücher. Seine Inhalte mussten brennen. In Luft aufgehen. Verschwinden aus den Bibliotheken. Verschwinden aus dem Gedächtnis der Menschen. Wie vieles andere auch. Mit der Sprache fing alles an. Sie wurde eingesetzt wie eine Waffe. Strategisch, scharf, wirkungsvoll. Absolut systematisch. Systemgegnern wurden Eigenschaften zugeordnet, die sie zu Gegnern des Volkes machten. Zu Gegnern des Deutschen. Und damit der Deutschen und damit eines jeden Deutschen. Dies war besonders klar zu hören bei der Bücherverbrennung. Missliebige wurden in Gruppen unterteilt.
gegen das Volk. Die Bösen. Für das Volk. Die Nazis und alle, die ihnen folgten. Feuersprüche wurden verlesen, bevor man die Bücher gruppenweise ins Feuer warf. Nicht irgendwelche. Jeder Einzelne war vorgeschrieben. Jeder Einzelne war inszeniert. Sie wurden mit verteilten Rollen gelesen. Eine Dramaturgie der Verunglimpfung. Und eine Dramaturgie der Vereinnahmung. Für die vermeintlich gute deutsche Sache. Gegen Klassenkampf und Materialismus. Für Volksgemeinschaft und idealistische Lebenshaltung. Damit meinte man zum Beispiel Marxisten und Kommunisten. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Alle, die sich nicht den nationalsozialistischen Lebensformen beugen wollten, wurden dekadent genannt. Ihre Werke als moralisch zersetzend diffamiert. Die Guten, die Nationalsozialisten, waren für Sitte und Ordnung, Familie und Staat. Bigott, bizarr, blöd, beeindruckend, für die meisten zumindest so beeindruckend, dass man nichts dagegen zu sagen wagte. Die Feuersprüche gingen noch weiter. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Hiermit war jeder gemeint, der sich den NS-Vorgaben widersetzte. Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens. Psychologische Erkenntnisse, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Sexualität des Menschen. All das wurde negiert. Menschen anderer sexueller Neigung auf die Abschussliste gesetzt. Gegen Verfälschung der deutschen Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten. Die Hoheit über die Geschichtsschreibung sollte nationalsozialistisch sein. Gegen volksfremden Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung. Deutschen Juden und nicht-deutschen Journalisten wurde verboten, über Ereignisse zu berichten. Gegen literarischen Verrat am Soldaten des Weltkriegs. Wer in seinen Büchern den Krieg kritisch sah und die negativen Seiten aufzeigte, wurde als Verräter hingestellt. Gegen dünkelhafte Verhunzung der deutschen Sprache. Dadurch wollte man Wirklichkeiten schaffen und sich von Menschen, die man als minderwertig und nicht deutsch einstufte, abgrenzen. Gegen Frechheit und Anmaßung. Wer sich widersetzte, in seinen Äußerungen kritisch, sarkastisch, anmaßend und nicht konform war, musste mit dem Feuer für seine Schriften rechnen. Man war sich der sinn- und wahrheitsstiftenden Macht des Wortes, der Bücher und der Medien, der Macht von Kunst und Kultur bewusst. Die Nazis taten alles dafür, um sich verbal ins rechte Licht zu setzen und ihre Gegner ins Unrechte. Ein sauberes Volk. Wir fassen zusammen. Vor 85 Jahren haben Studenten Bibliotheken und Buchläden, Schulläden und Universitäten gestürmt. Sie haben Bücher verbrannt. Sie hetzten gegen Andersdenkende. Sie haben Worte umgedeutet. Sie taten das, weil die Nazis es ihnen sagten. Sie taten es, um sich abzugrenzen von allem, was nicht deutsch war. Um sich abzugrenzen von Juden.
Von Intellektuellen. Von politisch Andersdenkenden. Von Eliten. Von Kritikern. Von Journalisten und Autoren, die den Finger in die Wunde legen. Sie taten es auch in Frankfurt, hier auf dem Römerberg. Und 15.000 andere machten mit, sahen zu, jubelten und johlten. Oder sie schwiegen. Und heute? Was ist heute in Deutschland? Auch heute wird die Sprache wieder eingesetzt, um Menschen in eine bestimmte Ecke zu drängen. Juden wurden und werden wieder als Fremde, als Nicht-Deutsche oder modern als Israelis bezeichnet. Ihnen werden kollektiv Eigenschaften zugeordnet, die sie herabsetzen. Sie werden als gierig oder rachsüchtig beschimpft. 1938 in der Zeitschrift Der Stürmer hieß es: Judentum ist Verbrechertum. Zionismus ist Verbrechertum, heißt es 2014 in einer E-Mail an die israelische Botschaft. Im Netz finden sich herabsetzende verbale Angriffe gegen jüdische Mitbürger. Auch in normalen, alltäglichen Chats, Kommentarbereichen und Foren wie zum Beispiel gutefrage.net. Wenn es heißt, wieso sind Juden immer so böse? Auch auf Jugendseiten wie ehausaufgaben.de finden Aussagen wie: Juden machen nur Stress und besetzen ein Land, das denen nicht gehört, und töten Frauen und Kinder. Das sind Juden. Aber es ist nicht nur der Antisemitismus, der wieder hochkocht. Es sind auch Rassismus, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit generell und anderes noch so viel mehr. Das alles ist wieder erlebbar in Deutschland. Zur traurigen Bilanz gehört auch, dass rechtsextreme Straftaten teilweise nicht mit der notwendigen Akribie verfolgt wurden, wie das die NSU-Prozesse gezeigt haben. Minderheiten werden erst schlecht geredet, dann schlecht behandelt und tatsächlich angegriffen, selbst in Schulen. Kinder und Jugendliche sind Opfer dieser Menschenfeindlichkeit, weil sie jüdisch sind, weil sie anders aussehen, Schwäche zeigen, eine Behinderung haben, eine andere sexuelle Neigung oder aus einem anderen Land kommen. Im Netz werden sie mit Hass überschüttet. Texte und Bilder werden gefälscht, um sie in einen Verruf zu bringen. Psychoterror, der immer wieder dazu führt, dass so misshandelte Jugendliche keinen Ausweg mehr sehen und sich das Leben nehmen. Den Tätern passiert oft nichts. Oft wurden Fälle von Hate Speech und Mobbing in der Schule oder durch das Netz in der Vergangenheit in den Schulen sogar verschwiegen, um kein schlechtes Licht auf die Einrichtung zu werfen. Wenn wir das alles hören, müssen wir uns da nicht fragen, wie weit weg sind wir eigentlich von damals? In Europa und darüber hinaus werden rechtsnationale Parteien immer stärker. Sie sitzen bereits in vielen Regierungen, auch in unseren Nachbarländern, Ungarn, Polen und Österreich. Und in Deutschland? Rechtspopulistisches und rechtsextremes Gedankengut findet sich auch bei uns. Wir vernehmen Parolen, die uns bekannt vorkommen. Die Nazis seien nur ein Vogelschiss in tausend Jahren deutscher Geschichte, wird gesagt. Es werde generell und in den Schulen zu viel über den Nationalsozialismus gesprochen. Man wolle stattdessen positive, identitätsstiftende Aspekte deutscher Geschichte herausstellen. Erinnert an damals. Inklusion behinderter Kinder an Schulen sei ideologisch motiviert,
verursache erhebliche Kosten und wird abgelehnt. Erinnert an damals. Die EU bevormunde Deutschland. Die Rückkehr zum Nationalstaat müsse jederzeit möglich sein. Erinnert an damals. Homosexualität wird abgelehnt. Ebenso die Genderforschung. Weil diese die traditionellen Geschlechterrollen und das traditionelle Familienbild ideologisch aushöhlten. Erinnert an damals. Das völkische Abstammungsprinzip, das Recht des Blutes von 1913, solle wieder gelten. Die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt dann nur der, bei dem mindestens ein Elternteil Deutscher ist. Erinnert an damals. Geschlechterneutrale Bezeichnungen nennt man Worterfindungen, die abgeschafft werden sollen, weil sie ein Eingriff in Kultur und Tradition unserer Sprache seien. Ein No-Go für die Gleichstellung. Erinnert an damals. Englischsprachige Studiengänge und Englisch als Kommunikationssprache in international arbeitenden Firmen in Deutschland soll abgeschafft werden. Das sei falsch verstandene Internationalisierung. Erinnert an damals und die deutsch-völkische Sprachpflege. Das individuelle Asylrecht soll abgeschafft werden. Auch die Genfer Konvention und andere sogenannte veraltete supra- und internationale Abkommen. Erinnert an damals. Und unsere Uromas und Uropas. Haben viele unserer Urgroßeltern nicht selbst brutal miterleben müssen, wie tödlich es ist, kein Asyl zu bekommen? Fazit. Warnung vor Menschen, Politikern und Parteien. Die, die Macht anstreben und sich zum Volk erklären. Die andere Meinungen ablehnen. Und andere Menschen ausgrenzen. Die Minderheiten Rechte absprechen. Und immer ein klares Feindbild zeichnen. Mit verrohten und abwertenden Worten. Und. Warnung auch vor denen, die zuschauen und zuhören und nichts dagegen sagen und tun. Von damals wissen wir, es gab anfangs eine noch überschaubare Gruppe von Radikalen. Es gab viele Mitläufer und Opportunisten. Es gab noch mehr Gleichgültige. Gleichgültige, die geschehen ließen, was geschah. Man glaubte damals, die Nazis in die richtige Richtung lenken zu können, wenn man sie mit einbindet, in die Regierungskoalition. Das war definitiv eine Fehleinschätzung. Das war der Anfang vom Ende. Mehr als 55 Millionen Menschen mussten das mit ihrem Leben bezahlen. Das Leid der Überlebenden. Man kann weder in Zahlen noch in Worte fassen. Ich will nicht, dass wir wieder Extremisten in der Regierung haben. Ich will mutig sein und was sagen. Wenn es in Gesprächen, egal wo, antidemokratisch wird. Ich will Zivilcourage beweisen, wenn ich merke, dass jemand gedisst oder angegriffen wird. Ich will dagegenhalten, wenn jemand mit Schimpfwörtern um sich wirft und andere schlecht macht, und zwar ohne mich auf sein Niveau zu begeben. Ich will dagegenhalten, wenn über Minderheiten geschimpft wird.
Ich will meine politischen Rechte wahrnehmen und wählen gehen. Ich will politisch hellhörig sein und meine Vorstellungen mit einbringen. Ich will das alles. Und du? Wenn wir das alle wollen und tun, dann haben Extremisten keine Chance. Dann sind wir mehr. Ja, das ist der Herr.